Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? Diese Frage werden wir heute etwas umwandeln und uns damit beschäftigen, wohin es denn nach der Promotion gehen könnte. In dieser Episode wird uns Dr. Sivta Helpab ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Sivta hat bis Ende 2016 am Institut für Unternehmensentwicklung an der Fana promoviert. Mittlerweile arbeitet sie unter anderem als Partnerin bei Baumgartner & Co. Consultants und als Dozentin am Institut für Management und Organisation an der Leuphana Lüneburg. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sivta. Dankeschön. Danke für die Einladung und ich freue mich auch sehr über diesen Podcast. Und vielleicht kann man den ein oder anderen Einblick ja heute geben. Ich bin auch ganz gespannt, was du zu erzählen hast. Es ist jetzt das erste Mal, dass ich mit jemandem über die Promotion spreche. Aber als allererstes möchte ich gerne auf deinen jetzigen Arbeitgeber zu sprechen kommen. Du arbeitest ja als Partnerin bei Baumgartner & Co. Consultants. Und da würde mich interessieren, was macht die Firma eigentlich? Wie würdest du das einem Laien beschreiben? Ich würde es vor allen Dingen so beschreiben, dass wir ein Bündel von Menschen in dieser Organisation sind, die anderen Unternehmen helfen, in die Veränderung zu kommen. In die Veränderung zu kommen, vor allen Dingen mit Blick auf den Menschen, menschenzentrierte Transformation zu gestalten. Und unser Fokus ist dort ganz konkret auf die Themen Zusammenarbeit, Führung, HR-Systeme, aber auch das ganze Thema, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit, also das heißt Kultur und Struktur, ganz konkret in den Organisationen für die nächsten Episoden, die Organisationen so zu erwarten haben. Das heißt, wir versuchen immer sehr zentriert zu gucken, was ist das Bedürfnis dieser Organisation, wo will es zukünftig stehen, was sind die Schmerzpunkte und dann versuchen wir ganz konkret Veränderungsprozesse zu bauen, wo der Mensch im Zentrum steht und das machen wir meist mit agilen Methoden, mit agilen Vorgehensweisen und versuchen da tatsächlich irgendwie so Aufschwung und Aufbruch zu gestalten und die Menschen mitzunehmen. Und wie kann ich mir das dann ganz konkret vorstellen? Heißt das, ihr geht dann zum Unternehmen, arbeitet mit einem Team zusammen, macht zusammen quasi ja Ideen für neue Prozesse oder wie kann ich mir das konkret vorstellen? Genau, also es ist meist so, dass wir gerufen werden, wenn es irgendwo ein Problem gibt oder eine Frage gibt sozusagen in der Organisation, dann kommen wir dahin und dann schauen wir uns das meist gemeinsam an. Und für uns sind das meist ganz, ganz oft Themen, die irgendwas damit zu tun haben mit kulturellen Fragen. Also die Frage von, sind wir eigentlich aligned? Haben wir das gleiche Verständnis von Zusammenarbeit? Wie können wir wertebasiert führen, Ziele zusammen entwickeln und unsere HR-Tools auch so aufbauen, dass das irgendwie passt. Ganz viel hat das auch damit zu tun, zu fragen, wie können wir zum Beispiel auch agiler arbeiten? Also das ist immer noch eine Frage, die uns seit Jahren begleitet und durch Corona eigentlich noch mehr gezeigt wurde, dass wir das ganz dringend brauchen. Das heißt, da aber nicht mehr nur auf die Methoden einzugehen, also nicht nur mal einen Design Thinking Workshop zu machen oder ähnliches, sondern tatsächlich auch zu gucken, wie können wir das dann auch in die Strukturen überführen, zu sagen, wir bauen hier auch wirklich agile Teams in unseren Strukturen fest und wir bauen die Organisation so auf, dass wir ja schneller, flexibler werden und dass wir Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter darstellen. Und genau diese Punkte arbeiten wir partizipativ. Also wir haben meist ein Team aus der Organisation und mit uns zusammen, dass wir dann sagen, so und wie können wir das jetzt gemeinsam für die Organisation gestalten. Und wie lange geht dann so ein Prozess? Wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das, ihr habt da mehrere Workshops, arbeitet über ein paar Monate zusammen? Wie ist das genau? Genau, also das ist tatsächlich auch variabel, aber meist sind tatsächlich unsere Projekte, die wir haben, sind schon sehr eng mit dem jeweiligen Unternehmen zusammen über Monate. Also wir haben es auch mal, dass wir punktuell gerufen werden. Das sind dann aber eher Organisationen, die wir vielleicht auch schon länger kennen, die uns mal wieder dazu zuholen, mal einen Workshop machen, mal hier und da was kleine Sachen machen, wo wir ein paar Monate drin sind. Klassischerweise sind wir aber eher ja mindestens ein Jahr oder bis 3 Jahre dabei, wirklich Veränderungen mitzugestalten und in die Organisation zu bringen. Also wir gehen quasi über die klassische Strategieberatung, so gehen wir links oder rechts hinaus, sondern sind dann tatsächlich auch in der gesamten Umsetzungsphase ja mit dabei und Teil der Organisation in dem Falle.
also seid ihr quasi wie eine Erweiterung des Unternehmens und helft dem Unternehmen quasi dahin zu kommen, wo es eigentlich möchte. Dann frage ich mich auch, du als Partnerin jetzt, wie stehen denn ganz konkret deine Aufgaben aus? Also wie kann ich mir so eine Woche von dir vorstellen? Auf jeden Fall kunterbunt. Also ich glaube, ich habe keine Woche, die irgendwie gleich aussieht und das spreche ich, glaube ich, für alle Kolleginnen. Ganz viel arbeiten wir natürlich oder arbeite ich natürlich zu gucken, was sind die Projekte, die ich gerade habe? Wo stehen die Projekte? Ich habe also über mehrere Projekte, die ich dann balanciere und jongliere und zu gucken, wie ist der Status, mit wem muss ich da sprechen, was ist zu vorbereiten. Wir haben, jede Woche habe ich auf jeden Fall Kundentermine, wo wir vor Ort sind oder auch virtuell ganz viel Workshops machen, Abstimmungen vorzubereiten sind. Das ist ein ganz großer Teil natürlich meiner Arbeit in der Woche, aber auch interne Themen natürlich zu treiben, zu schauen, sind wir gut aufgestellt, wie ist das Projektstaffing, wo stehen die einzelnen Leute, sich da gut abzustimmen, auch die eigenen Prozesse auch immer wieder zu hinterfragen, da arbeiten wir auch natürlich auch immer an uns weiter. Das ist natürlich auch ein Punkt, den ich mit im Blick habe und auch das ganze Thema Business Development, also auch mal zu schauen, was sehen wir, was unsere Kunden da draußen brauchen, wo können wir uns vielleicht auch als eigene Beratungsfirma weiterentwickeln und Angebote schaffen. Das ist auch noch immer ein Block, den ich habe. Aber es ist wirklich sehr bunt. Ich bin auch in Teilzeit quasi da. Deswegen arbeite ich auch immer ganz unterschiedlich. Meine Arbeitszeiten sind ganz unterschiedlich. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Das heißt, ich habe da natürlich auch immer noch die Anforderungen. Von daher kann ich gar nicht sagen, wie meine Woche aussieht. Ich plane das immer am Sonntag und dann gucke ich, was sich ergibt für die Woche und was so ansteht. Also genau. Also das heißt, du bist einerseits quasi mit dem Kunden immer in Kontakt, gleichzeitig schaust du, was läuft gerade im Unternehmen, was können wir da weitermachen, bist dabei Workshops zu planen. Das klingt ja auf jeden Fall sehr bunt, wie du gerade auch gesagt hast. Dann würde mich mehr interessieren, du hast jetzt ja auch schon einige Projekte begleitet. Gab es sowas wie das spannendste oder außergewöhnlichste Projekt, an das du dich gerne erinnerst, das du mitbegleitet hast? Ja, jedes Projekt ist halt ein unglaubliches Lernfeld, weil man halt auch immer mit Menschen arbeitet und dadurch ist es immer unvorhersehbar und komplex. Von daher ist es für mich immer spannend zu sehen, wie sich die Projekte entwickeln. Und ich habe 2 Projekte, die ich super spannend fand, einfach nur, weil ich da auch extrem über mich selber hinaus gewachsen bin, weil es auch für mich ganz spannende neue Themen sind. Und eins, das war eine mittelgroße Bank, die sehr viel Veränderung in den letzten Jahren vollzogen hat und ganz, ganz viele auch, was das ganze Thema Prozesse, Digitalisierung, Standorte angeht, richtig viel getan hat, aber dabei komplett vergessen hat, auf die Belegschaft zu gucken und es richtig rumort hat. So, und jetzt sollten wir reinkommen und das irgendwie wieder heile machen. Und das war für mich unglaublich spannend, weil ich so viel Potenzial gesehen habe, weil ich eigentlich eine Belegschaft gesehen habe, die total loyal war, die wirklich sich ganz eng mit ihrer Organisation gefühlt hat, aber die Identität verloren gegangen ist. Über all diese Veränderungen ist so eine Blockade entstanden innerhalb dieser Organisation. Und für mich war es einfach so spannend zu sehen, okay, wie schaffen wir es, jetzt wieder diese Identität näher zusammenzubringen, dieses Wir-Gefühl wieder zu schaffen und zu sagen, das ist meine Organisation, ich stehe dahinter. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir ein größer angelegtes Transformationsprogramm mit so einer Art Zukunftswerkstatt initiiert haben, dass wir wirklich mit verschiedenen Workstreams gearbeitet haben. Die haben wir quasi entwickelt aus einer Mitarbeiteranalyse. Also wirklich, wir haben mit über 50 Mitarbeiterinnen gesprochen in dieser Organisation, aus allen Hierarchiestufen, aus allen Bereichen, zu gucken, was sind wirklich deren Needs und haben daraus Workstreams gemacht, wo wir insgesamt 50 Mitarbeiter involviert haben in diesen Transformationsprogrammen und parallele Sessions zu einmal Vision und Positionierung der Firma, zum einen Wir-Kultur, Vernetzung schaffen und zum anderen Talente halten und binden. Und dazu haben wir ganz viele Initiativen, Maßnahmen gemacht, langfristig verankert, in die Fachbereiche gegeben und wirklich wieder dieses Wir tun was für uns Gefühl. Das war super spannend, das hat mir ganz viel Freude gemacht, weil ich auch wirklich gemerkt habe, dass es ankommt. Und ein anderes Lieblingsprojekt, was jetzt gerade aktuell läuft und was, glaube ich, ganz viele aktuelle Organisationen interessiert, ist, wie stellen wir unsere Organisationsstrukturen auch um? Und da begleite ich gerade eine Organisation, wo ein Bereich sich vorgenommen hat, in die Selbstorganisation zu gehen, sprich Hierarchien, sich von dieser Machthierarchie zu lösen und hin zu Kompetenzhierarchie zu gehen durch eine Selbstorganisation. Und das ist gerade ein Projekt,
Das finde ich super, super spannend. Das macht mir super viel Freude. Und ich sehe einfach auch wieder, was da möglich ist, was das in Menschen auslöst und wie viel Potenzial wir eigentlich da haben, was durch so Struktur- und Kulturveränderungen bewirkt werden kann. Aber ist auch ein ganz schön, ja, ist auch ein Brett. Das ist auf jeden Fall super interessant. Man merkt auch, wie viel Spaß du daran hast, dass du quasi auch begleiten kannst, wie sich andere Dinge verändern und auch die Menschen begleiten. Und 50 Menschen, mit denen ihr auch beim ersten Projekt geredet habt, das ist ja wirklich viel. Das heißt, ihr habt ja wirklich versucht, das ganze Unternehmen da mit einzubeziehen. Das finde ich total spannend. Und vielen Dank für diese Einblicke in diesen Job, den du machst. Und ich habe ja am Anfang auch gesagt, du arbeitest ja eben auch als Dozentin an der Lefana am Institut für Management und Organisation. Und dazu würde ich gerne auch ein bisschen mehr erfahren. Also als erstes mal, in welchen Themenbereichen bietest du eigentlich Vorlesungen an? Das hat sich tatsächlich aus dem Wunsch bei mir entwickelt, dass ich dann, als ich mich dann entschieden habe, diesen Switch zu machen, wirklich Akademia hinter mir zu lassen, das war ja schon eine große Entscheidung in dem Moment, bin ich in die Unternehmenswelt gegangen und bin da auch total aufgeblüht. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Aber irgendwie hatte ich so dieses, ach, mir hat diese Lehre auch immer Spaß gemacht und irgendwie möchte ich mit einem Fuß da drinnen bleiben. Und ich lerne jetzt gerade so viel in Unternehmen, was ich vorher wissenschaftlich begleitet habe. Das ist ja genau das gleiche Thema gewesen. Mache ich jetzt quasi in den Organisationen ganz praktisch. Und irgendwie hatte ich dieses Bedürfnis, ich möchte das weitergeben. Und daher sind auch die Themen, die ich da so anbiete, die haben sich auch ein Stück weit über die Zeit verändert, da ich das ja seit 2018 mache, vor allen Dingen mit der Leuphana, aber auch mit der ISM, der International School of Management in Hamburg. Und meine Schwerpunkte sind vor allen Dingen das ganze Thema Digital Leadership gewesen, also Führungskonzepte, wie sie sich über jetzt verändern mit der Zeit und mit den Anforderungen. Das war ein Seminar, was ich sehr lange an dem Institut jetzt gemacht habe. Ich habe das ganze Thema agile Organisation, agile Transformation, das biete ich als Thema an, weil das einfach auch etwas ist, was ich ganz praktisch begleite. Genau, und jetzt ganz aktuell komme ich ja in die Professional School, wo ich in diesem Sommersemester, also mein Seminar startet in 6 Wochen, das wird ganz spannend. Das ist auch für mich das erste Mal, dass ich dieses Seminar jetzt durchführe und da wird es um New Ways of Working gehen. Also da geht es um den größeren Bau tatsächlich, das ganze Thema New Work auch ein bisschen fundierter zu lernen. Kannst du da schon so ein paar Insights geben, mit was ihr euch da genau beschäftigen werdet? Ein bisschen kann ich spoilern. Soll ja spannend bleiben. Aber genau, worum wird es da hauptsächlich gehen? Also es wird zunächst erstmal auch darum gehen, zu verstehen, was bedeutet New Work in diesem Kontext, dieses große fuzzy Begriff. Und auch zu lernen, wie mache ich so eine Art Standortanalyse. Also New Work beinhaltet sehr, sehr, sehr viele Komponenten in sich. Es ist ja auch ein Megatrend, deswegen hat es viele Facetten. Um dann auch zu verstehen, wie verstehe ich dann auch in meiner Organisation, welche Facette ist jetzt für uns wichtig? Und dann nachher auch so ein Standort. Also ich finde es immer so wichtig zu verstehen, wo stehe ich und von wo gehe ich los? Und dieses Verständnis zu schaffen, das würde ich gerne in dieser Vorlesung auch weiter analysieren und da eine Grundlage aufbauen, zu schauen, was sind die Facetten, wie analysiere ich die auch und wie bilde ich dann solche Zukunftsbilder, zu sagen, da müssten wir hin, da haben wir einen Painpoint, das ist für uns besonders wichtig in dem Thema New Work. Darum wird es gehen, das ist noch ein bisschen Meta und dann konkreter zu werden, wird es vor allen Dingen um das ganze Thema Werte gehen, also was sind auch diese Werte, New Work hängt ganz stark mit Wertewandel zusammen, die zu verstehen und auch diese Werte in der Organisation zu verankern, in der Kultur und Struktur. Das heißt, wir werden uns auch ganz stark mit Kulturtransformation befassen als Grundlage für eine neue Arbeitsweise und auch mit dem Thema des Strukturwandels. Das bedeutet, wie kann ich zum Beispiel zur Selbstorganisation kommen? Wie kann ich zu einem neuen Führungsbild kommen? Zu geteilter Führung, Servant Leadership, diese ganzen Ansätze tatsächlich zu verstehen und auch, und das ist mir wichtig, dazu möchte ich gerne, weil das auch in der Professional School ist, das heißt, das sind Menschen, die schon Berufserfahrung haben, das würde ich zum Beispiel bei Bachelor und Master nicht machen, aber bei den Berufserfahrungen ist mir vor allen Dingen diese Transformation wichtig, also nicht nur zu lernen, sondern auch zu verstehen, wie bewege ich diese Themen in meiner Organisation. Im Bachelor- und Master-Seminaren geht es eher darum, was sind die Themen, wie verstehe ich die, wie erkenne ich die in meiner Organisation nachher, wenn ich einsteige. Da geht es eher um Grundlagen. Und dadurch, dass das jetzt, wie gesagt, berufsbegleitend ist, wird das noch ein Blick sein. So, jetzt habe ich ganz viel gespoilert, aber ich freue mich auch schon auf das Seminar und bin gespannt, was die Studierenden mitbringen werden in dieses Seminar.
Da sind ja auch ganz viele Parallelen zu dem, was du gerade erzählt hast, was du auch beruflich quasi in deinem anderen Job machst. Also das finde ich ja total spannend, weil du kannst dann richtig viel aus der Praxis auch berichten und was du da eigentlich gemacht hast. Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, das ist an der Professional School. An welche Studiengänge richtet sich das dann? Also welche Studentinnen können daran teilnehmen? Es ist so, dass das eingebettet ist in das, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber es ist der Lehrgang Digital Transformation Manager. Das ist diese Ausbildung, die man an der Professional School machen kann. Und ich biete dieses Modul New Ways of Working an. Und dieses Modul kann aber auch unabhängig von diesem gesamten Studiengang gebucht werden, sozusagen. Das heißt, ich habe einmal die Studenten, die das an sich studieren. Und soweit ich das verstanden habe, Einzelne, die wirklich nur ein Modul und dann halt ein Modulzertifikat bekommen. An die richtet sich das. Das heißt, es ist schon dieser Studiengang innerhalb dieses Studiengangs. Ja, das ist ja spannend. Also ich weiß ja auch schon ganz viel so über die Lefana, aber das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Dass ist man auch ganz neu. Ganz neu. Das hat jetzt im Wintersemester gestartet, ja. Dieses Zertifizierungsstudium, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist auch tatsächlich, deswegen ist das auch für mich spannend, weil ich das zum ersten Mal anbiete und das ganze Seminar und dieser ganze Studiengang ist neu aufgesetzt und startet jetzt. Wie gesagt, ist zum Wintersemester gestartet und wir gehen zum ersten Mal zum Sommersemester rein mit diesen Studierenden. Okay, das ist sehr spannend. Das verlinken wir auf jeden Fall auch mal in den Shownotes nachher. Für jeden, der sich das auch mal genauer angucken möchte, habe ich jetzt auch was dazugelernt. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Was mich auch interessieren würde, wie wird man eigentlich Dozentin an der Uni? Also wie war denn dein Weg zur Dozentin? Du hast das ja angesprochen, du wolltest gerne weitermachen im wissenschaftlichen Bereich. Und wie setzt man das konkret um? Also es gibt zwei Wege, zumindest zwei, die ich kenne und die ich auch ganz oft empfehle. Zum einen wurde ich tatsächlich damals auch angefragt von der Leuphana, einfach dadurch, dass ich ja, wie gesagt, 4 Jahre auch angestellt war und dort mit meiner Promotion auch war und die Kontakte noch da waren. Und dadurch, dass sie wussten, welche Themen ich ungefähr belege, wurde ich einfach gefragt, ob ich ein Seminar zu dem ganzen Thema Digital Leadership mit übernehmen kann. Das ist ein Weg, aber ich ermutige auch immer Leute, die Lust haben, die dafür brennen, die Spaß haben an diesem Job, und das habe ich auch gemacht bei der ESM, sich proaktiv zu melden und proaktiv anzuschreiben, so Studiengangskoordinatoren, wo man weiß, da passe ich mit meinem Thema rein. Das ist das Thema, wofür ich stehe. Sich proaktiv auch tatsächlich dann mal die jeweiligen Koordinatoren anzuschreiben und zu sagen, hey, ich bin die und die, der und der, ich mache das und das und ich kann mein Wissen hier und hier zu teilen. Falls Interesse besteht, melden Sie sich doch. Und so war das tatsächlich bei der ESM, weil die einen neuen Studiengang aufgebaut hatten, der für mich einfach total spannend klang und ich das ganze Thema agile Transformation, agile Organisation ganz praktisch begleite. Und so ist es zu dieser Kooperation gekommen, die ich jetzt auch schon seit 3 Jahren fast habe und immer mal wieder die Seminare tatsächlich gebe. Und über die Leuphana, wie gesagt, die Kontakte und dann sich auch zu positionieren mit seinen Themen. Und dadurch ist zum Beispiel dieses New Work-Thema auf mich zugekommen. Aber wie gesagt, also wenn man daran Interesse hat, dann ermutige ich auch wirklich zu schauen, wofür stehe ich, was macht mir Spaß, wo möchte ich mein Wissen weiterteilen, dann wirklich proaktiv sich auch an Hochschulen zu melden. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und da klang ja gerade auch schon durch, wenn man quasi dafür brennt, dann ist das quasi, also Dozenten sollten für das Thema brennen, klang dadurch. Und was würdest du sagen, sind sonst so, ja, Fähigkeiten und Eigenschaften, die Dozenten mitbringen sollten, damit sie halt wirklich den Studierenden auch gut was vermitteln können? Was immer sehr gefordert ist oder ja auch so eine Anforderung ist ja, dass man ein Thema überblicken kann. Das heißt, wenn ich jetzt, meist sind das ja große Themen wie, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal irgendwie Marketing, HR oder einzelne Themen davon, dann ist natürlich die Aufgabe eines Dozenten, das Thema ganzheitlich zu betrachten und dann herauszufiltern, was ist das, was spannend daraus ist, was sind die Kernelemente, die ich diesen Menschen mitgeben möchte. Und vor allen Dingen, wenn das Bachelor-Master-Studenten sind, die werden dieses Fach einmal belegen. Von daher ist es natürlich auch eine gewisse Verantwortung zu sagen, okay, was möchte ich diesen Menschen, die dieses Fach jetzt einmal belegen, wirklich mitgeben und was sollen sie lernen? Und ich finde, diese Kompetenz, ein Thema ganzheitlich zu überblicken, auf der Metaebene zu gucken, die Learning Nuggets rauszuziehen und dann so zu verpacken, auch irgendwie eine Art von einem pädagogischen Ansatz zu kommen und zu sagen, wie kann ich jetzt Menschen in diesen Lerneffekt bringen? Mache ich das, indem ich 90 Minuten
Unterratter oder wie kann ich das heutzutage machen? Sich darüber Gedanken zu machen und tatsächlich Stories zu erzählen und die Inhalte so rüberzubringen, dass es irgendwie anknüpft. Das ist, glaube ich, das wären so spontan mal Sachen, wo ich sagen würde, das macht sicherlich Sinn auf so einer Metaebene und tatsächlich diesen Anspruch an sich zu haben. Das ist nochmal spannend, das von der anderen Seite zu hören. Ich bin ja quasi die da als Studentin da immer sitze, aber es ist immer spannend zu hören, über was die Dozenten eigentlich nachdenken. Und du sitzt jetzt zum Beispiel ja gerade auch an deinem Schreibtisch. Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was sind so Dinge, die nicht auf deinem Schreibtisch fehlen dürfen und wie sieht der so aus? Mein Schreibtisch? Mhm. Uiuiui. Der ist nicht ganz so aufgeräumt, das gebe ich zu. Aber was nicht fehlen darf, ist eigentlich, ich habe immer eine Teetasse an meinem Schreibtisch. Also ich bin ein totaler Teetrinker, Wassertrinker, das versuche ich immer da zu haben. Ich habe immer Stift und Post-its da, weil ich doch immer jemand bin, dem Gedanken aufkommen und dann muss ich mir das sofort aufschreiben. Und daher habe ich immer, auch hier, du wirst es jetzt nur sehen, aber hier mein Post-it-Block an meiner Seite mit einem Stift. Das ist immer super wichtig für mich. Ich habe mir gegenüber, das wirst du auch nicht sehen oder auch die Hörer natürlich nicht, habe ich ganz viele Post-its und Bilder geklebt, die mir irgendwas bedeuten, wo ich irgendwie so ein gemaltes Bild, ich habe was, eine Hand von meiner Tochter da drauf, ich habe so einen kleinen Spruch, also irgendwie Sachen, die mich motiviert. Das darf auch nicht fehlen, da gucke ich dann ab und zu mal rauf. Und natürlich mein ganzes Equipment. Also mein Laptop, mein Handy, mein Mikrofon, also das ist ja hier voll von Technologie. Ich habe natürlich auch zwei Bildschirme und ja, mein Licht und alles Mögliche. Also Equipment ist auch dabei. Okay, das klingt auf jeden Fall schön. Ich fand auch das mit der Hand von deiner Tochter sehr schön und so Sachen, die dich motivieren, die du da hast. Also ich wette, du hast während deiner Promotion auch ganz viel am Schreibtisch gesessen und darüber würde ich auch gerne ein bisschen mehr wissen. Du hast zwar auch Wirtschaftspsychologie im Bachelor an der Lefana studiert, aber ich möchte heute den Fokus auf deine Promotion an der Lefana legen. Und worüber hast du eigentlich oder wozu hast du eigentlich promoviert? Ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben zu dem ganzen Thema Veränderungsprozesse und die international angeguckt und geschaut, wo möchte man partizipieren, also an welchem Punkt, weil das ganze Thema Partizipation in Veränderungsprozessen, irgendwie hat mich das interessiert und habe meine Masterarbeit damals so angelegt, dass ich dachte, ich guck mal, ob eine Promotion spannend ist, weil die Idee der Promotion ist auf gar keinen Fall spontan gekommen. Die hatte ich schon relativ lange mit mir rumgetragen, als Option nach dem Master. Und dadurch hatte ich direkt meine Masterarbeit auch schon so geplant, dass ich dachte, ich mache mal was auch ein bisschen herausfordernder ist. Ich mache auf jeden Fall was Empirisches. Ich mache auf jeden Fall auch was so internationale Studie, wo ich ein bisschen, und dann zu gucken, auch ein Thema, was mir Spaß macht. Von daher bin ich in das Thema Change Management gegangen, interkulturelles Management gegangen und habe da meine Arbeit geschrieben und habe dann schon gedacht, so, also ich hätte schon Lust, darüber mehr zu erfahren. Und irgendwie, wenn man in der Literatur ist, und ich glaube, da ist so ein bisschen Sherlock Holmes in mir drin, der dann gesagt hat so, oh, da ist eine Fragestellung und die ist spannend und ich sehe, da ist gar nicht so viel dazu da, aber ich glaube, man müsste da mehr zu machen. Und ich konnte es dann nicht sein lassen, habe mir aber auch gesagt, ich probiere es nur an der Leuphana. Also wenn ich an der Leuphana einen Platz kriege, dann mache ich es und wenn es nicht, dann mache ich das vielleicht ein anderes Mal in meinem Leben. So. Und tatsächlich bin ich dann, so übermotiviert wie ich war, hatte mein Thema zu dem ganzen Thema Change-Kommunikation, das wollte ich untersuchen und bin dann auf Suche gegangen, bin einfach an die Leuphana gegangen und habe gedacht, so, wer macht das denn hier? Und habe mich da so ein bisschen informiert und geschaut und bin dann zu meiner Professorin, meiner Doktormutter über diesen Weg gekommen. Und habe dann in meiner Promotionszeit, und wie das so ist, man kommt mit einem Thema und geht mit was komplett anderem raus. So ähnlich war es bei mir. Ich bin auf jeden Fall bei dem Thema Change geblieben, also Veränderungsprozesse in Organisationen und auch vor allen Dingen bei dem Thema der Kommunikation, Partizipation und Führung. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe kumulativ promoviert. Das bedeutet, ich habe mehrere Studien und Artikel geschrieben, was mir die Freiheit gegeben hat, dass ich nicht ein Thema hatte, sondern dass ich in meinen Papern verschiedene Perspektiven darauf gerichtet habe. Deswegen war mein großer Schwerpunkt ist eben, wie nehmen wir Menschen mit in die Veränderungsprozesse, vor allen Dingen durch kommunikative Ansätze und habe dann über partizipative und Top-Down-Kommunikation geforscht. Ich habe eine Studie gemacht zwischen indischen und deutschen Mitarbeitern, wo ich geguckt habe, welche Werte werden hier vor allen Dingen bevorzugt in dem
Einführen von Veränderungsprozessen. Was ist hier notwendig? Und ich habe zum Beispiel auch in einer Studie geguckt, was ist eigentlich auch die Rolle von Führungskommunikation, die hier erwartet wird. Was sind, das war eine qualitative Studie. Also ich habe auch in der Methode gewechselt in meinen Papern. Also da hatte ich so ein bisschen die Freiheit. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, das war das eine Thema. Also natürlich hatte meine Forschungsarbeit ein übergeordnetes Thema, weil man es ja zusammenbindet. Und im Großen und Ganzen ging es also um Veränderungsprozesse in Organisationen einzuführen mit Blick auf Kommunikation und Partizipation und Führung. Das zieht sich ja dann auch so ein bisschen durch dein Leben. Das machst du jetzt ja auch beruflich und auch quasi an der Leuphana als Dozentin. Du hattest vorhin noch angesprochen, du hattest zum Beispiel eine Studie gemacht, wo du dann auch mit indischen Mitarbeitern gesprochen hattest. Das war wahrscheinlich dann bei deinem Forschungsaufenthalt in New Delhi. Dann würde mich interessieren, was hast du da eigentlich genau gemacht und wie hängt das genau mit deiner Promotion zusammen? Ich hatte meiner Promotion den Anspruch, und das kommt wahrscheinlich durch meinen eigenen bikulturellen Hintergrund, dass mich das schon immer unglaublich fasziniert hat. Also tatsächlich nicht so narrow zu denken und zu sagen, so ich habe hier jetzt was untersucht und das gilt für alle und immer, sondern tatsächlich auch kultursensibel zu sein. Ich glaube, das ist mir einfach in die Wiege gelegt worden, also ganz sicher ist mir das in die Wiege gelegt worden. Und daher hatte ich auch den Anspruch, mal zu gucken, ich würde das auch gerne umsetzen und ich möchte diese Zeit auch, diese Promotionszeit habe ich auch Lernzeit verbucht und gesagt, ich möchte dann auch mal in ein anderes Land und habe mir dann Indien ausgesucht. Aus ganz praktischen Gründen, die sprechen alle Englisch und es ist kein englischsprachiges Land. So, das war ganz praktisch gesehen, war das ideal für mich. Und eben auch der Kontrast zu Deutschland, auch aus kulturellen Perspektiven, war einfach ideal. Und habe mir das dann auch selber organisiert, dass ich da an diese Universität gekommen bin und hatte zwei Fragestellungen. Ich bin zum einen mit einer quantitativen Studie gekommen, die ich in Deutschland schon durchgeführt habe. Und die Frage war eben, ob eine Kommunikation zur Initiierung von Veränderungsprozessen eher top-down oder eher partizipativ gewünscht ist und auf welchen Werten das ruht. Was ist da wichtig für die Menschen in dieser Organisation? Da habe ich eben durch diese Kooperation mit der Uni und mit den Unternehmenskooperationen, die haben, wirklich diese Studie durchgeführt und hatte dann irgendwie 300 Teilnehmer dabei, die quasi diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Und zum anderen hatte ich eine qualitative Analyse, wo ich Interviews durchgeführt habe. Und das habe ich mit Studenten gemacht, mit Studierenden, zu dem ganzen Thema eben auch, was ist wichtig, wenn in Veränderungsprozessen, was sind da Anforderungen, vor allen Dingen an Führungskräfte. Und da hatte ich dann quasi diese zwei Forschungsfragen und habe das beides innerhalb von diesen zweieinhalb, drei Monaten in Delhi begleitet. Okay, das heißt, du bist dann quasi nach Indien, hast dann dort eben an der Uni auch, das war ja an der Uni, richtig? Genau. Genau, dann mit den Studenten gesprochen, eben auch dann mit noch einer anderen Gruppe, den Mitarbeitern. Du hattest auch erwähnt vorher, dass du diesen Forschungsaufenthalt quasi selber organisiert hast. Wie macht man das überhaupt? Also wenn man jetzt gar keinen Plan davon hat, wie organisiert man sowas? Tatsächlich über Netzwerke. Also ich habe, wie gesagt, erstmal geguckt, was wäre ein gutes Land, was würde gut passen, diese Studie zu machen, auch mit Blick auf meine Fragestellung und bin dann relativ schnell auf Indien gekommen und hatte dann eben geguckt, auch mit Blick auf meine Professorinnen, die ich so im Lauf meiner Leuphana-Zeit hatte, über meine Doktormutter zu gucken, wo sind denn schon Kooperationen, wo sind Möglichkeiten, da mit jemandem mal zu sprechen und mal Kontakt aufzubauen. Und da bin ich tatsächlich über mein Studium in der Wirtschaftspsychologie, wir hatten einmal eine Gastdozentin da aus Neu-Delhi, das ist Professorin Tripti, die kommt vielleicht immer noch, die kommt nämlich ab und zu immer noch vorbei in die Leuphana. Und daran habe ich mich erinnert und ich weiß, dass sie Wirtschaftspsychologin war und dass die Themen eigentlich ganz gut passen müssten zu ihr und hatte meinen damaligen Prof angefragt und angeschrieben, gesagt, könnte ich den Kontakt mal aufnehmen zu ihr, mal zu schauen, ich würde ihr gerne über mein Forschungsvorhaben mal sprechen und auch mit ihr mal darüber sprechen, ob man sowas in Indien machen kann. Und so kam es dann, dass ich dann mit ihr ein Telefonat hatte, ein Gespräch hatte, ihr meine Forschung erzählt hatte und was ich da vorhabe und wie sie das einschätzt. Und sie war so
positiv und optimistisch. Mir hat das richtig viel Drive gegeben in dem Moment. Ich war ganz glücklich, dass ich dann mit ihr jemanden hatte, die daran glaubt, dass das funktionieren kann, dass das ein Thema ist. Und zum anderen, die auch gesagt hat, du kannst auch zu mir kommen. Und dadurch ist es eben von einem zum anderen gekommen. Das war natürlich noch ein riesen bürokratischer Aufwand, weil ich natürlich mich irgendwie finanzieren musste und irgendwie dahin kommen musste und irgendwie das alles noch fertig machen musste. Das heißt aber, ich hatte zumindest schon mal dann ganz klar jemanden, der das okay fand, dass ich vorbeikomme, dass ich da an der Uni auch bin. Ich habe da ja nicht nur geforscht, sondern ich habe ja auch Lehre gegeben. Das war auch super interessant für mich, eine ganz neue Erfahrung. Und dass ich finanziert bin und habe dann eben, wie gesagt, den klassischen Weg DAD angerufen, gefragt, kann ich das machen, mich auf ein Stipendium beworben, ganz viel Papierkram an der Leuphana und zu dem Stipendium eingereicht, bis es dann tatsächlich so war, dass ich dann wirklich in Neu-Delhi war und dann dort für die Zeit arbeiten. Das klingt auf jeden Fall auch total spannend. Jetzt hast du ja gerade auch so ein paar organisatorische Sachen angesprochen. Wenn jetzt gerade auch Interessierte zuhören, die sich auch überlegen, ob sie promovieren möchten, wie sieht das eigentlich organisatorisch aus von der Idee bis zum Anfang? Du hast gerade die Finanzierung zum Beispiel angesprochen. Über was muss ich mir eigentlich Gedanken machen, wenn ich da das organisieren möchte? Die Finanzierung ist sehr, sehr wichtig. Da gibt es auch verschiedene Wege und es ist sehr wichtig, dass man das für sich klärt, weil man eben schauen muss, dass man über die Zeit der Promotion gut abgesichert ist und weiß, ich habe da irgendwie mein Einkommen, ich bin irgendwo gut gefestigt, sonst wird es zu prekär. Und das liest man ja leider immer wieder und von daher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es einmal den Weg, sich tatsächlich zu bewerben. Es gibt Stellen an Lehrstühlen, wo man sich als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Doktorandin bewerben kann. Das ist eine Möglichkeit der Finanzierung. Diese Stellen sind meist 2-3 Jahre befristet mit Möglichkeit zur Verlängerung. Das würde ich immer, immer mitdiskutieren. Immer, immer mit in die Diskussion nehmen, zu sagen, wie geht's danach weiter und woher kommt das Geld. Es können auch Gelder sein, die nicht nur am Lehrstuhl sind, sondern durch Drittmittel. Also durch ein Projekt, was akquiriert worden ist, da auch gucken, wie lange geht das Drittmittelprojekt, was sind da meine Aufgaben und wie ist die Promotion daran geknüpft. Und der andere Weg, den ich ja gegangen bin, war ja, dass ich ein Thema hatte und einfach gefragt habe, so, ich möchte jetzt hier promovieren, was muss ich jetzt machen? Und es gab aber keine Stelle mehr und dann habe ich mich proaktiv um ein Stipendium gekümmert. Und das kann man auch. Es gibt viele Organisationen, Verbände, wo man sich für ein Stipendium bewerben kann, ein Promotionsstipendium. Und das habe ich dann halt dann auch bekommen. Das war ein EU-Leuphana-Stipendium, was mich quasi über die gesamte Zeit finanziert hat. Das ist sozusagen die dritte. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das sind zumindest die ich jetzt im Blick habe. Genau, gerne sonst kommentieren oder noch dazu schreiben, wenn das geht. Aber das würde ich sagen, das sind so Möglichkeiten, die ich klassischerweise auch von meinen Kollegen irgendwie kannte und sich zu informieren. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du hast ja gerade auch gesagt, dass du dann über die ganze Zeit, die du auch promoviert hast, finanziert wurdest. Wie lange hattest du dann eigentlich promoviert? Und wenn ich mir jetzt so ein Stipendium vorstelle, das gibt's ja auch für Studentinnen zum Beispiel, zum Teil ist das ja so, dass das gerade mal ein Bruchteil von dem deckt, was man eigentlich braucht. Wie war das denn bei dir? Schwierig, weil ich tatsächlich dieses Stipendium bekommen habe. Es war ein Stipendium von dem Innovationsinkubator, der von der EU ein Riesenbudget, ein Riesentopf, der in die EU von der EU an die Leuphana gegeben worden ist. Und ich hatte mich da beworben, das bekommen. Muss dann natürlich auch für so ein Stipendium immer mal wieder reinschreiben, wo steht meine Promotion gerade, wie ist der Status. Es ist aber tatsächlich so, und das ist bei Stipendien so, das ist aber auch bei Festanstellungen so, weil die meist 66%, 70% Stellen sind, die dann auch nicht extrem gut vergütet sind. Ich habe mich über Wasser gehalten, indem ich zusätzlich Tutorenverträge abgeschlossen habe. Da hat mich auch meine Doktormutter immer unterstützt. Das kann man auch immer gut am Lehrstuhl besprechen oder darüber hinaus. Und habe dann halt jedes Semester eben noch so kleinere Verträge gehabt, Tutorenverträge und dadurch quasi mein Gehalt ein bisschen aufgehübscht. Und das machen einige auch, indem sie an private Hochschulen zum Beispiel als Dozenten arbeiten. Das machen ganz viele Doktoranden, um sich da zum Beispiel ein bisschen Gehalt aufzuhübschen, sagen wir es mal so. Bei mir war das so, dass ich innerhalb meiner Doktorphase, das ist vielleicht auch für einige interessant oder nicht, mal gucken, aber ich habe da ja auch meine Tochter bekommen. Das heißt, ich wurde auch schwanger und habe zum Ende meiner Doktorzeit auch ein Kind bekommen, was es die Finanzierung noch ein wenig schwieriger gemacht hat, weil natürlich mein Stipendium weiterlief. Ich konnte das zu einer gewissen Zeit pausieren, aber auch dieser ganze geförderte Programm an der Leuphana ist dann auch irgendwann ausgelaufen, weswegen es für mich zum Ende hin immer schwieriger wurde und ich tatsächlich auch
Zeitdruck gespürt habe, meine Promotion zu beenden, mit quasi einem Baby am Arm, zu sagen, so jetzt muss ich auch fertig werden, weil ansonsten ist die Finanzierung, steht die auf der Kippe. Das muss man vorher auch gucken. Das ist bei Angestelltenverhältnissen nicht so. Das war jetzt tatsächlich nur dieses Stipendium, weil das halt auch mit einem Enddatum versehen war für die gesamte Leuphana. Genau, daher hatte ich insgesamt 4 Jahre gebraucht mit Kind und war aber auch über die Zeit finanziert. Das ist ja auch ein wichtiger Einblick auf jeden Fall. Das ist ja auch was man dann im Blick haben sollte, je nachdem, wann man auch mit der Promotion anfängt, was eben auch im privaten Leben dann noch mit reinspielen kann. Das würde mich aber auch mal interessieren, so dein privates Leben damals, wie war das eigentlich so der Anteil von Promotion, Arbeit, Freizeit, gab es Freizeit überhaupt noch? Das ist tatsächlich was sehr stark ineinander fließend ist, weil man als Doktorandin immer so ein bisschen Zielkonflikte hat, weil man zum einen das eigene Ziel treiben will, ich möchte hier meine Doktorarbeit machen, ich möchte forschen, ich habe meine Themen, die möchte ich irgendwie weiterbringen. Zum anderen hat man natürlich das Ziel, dass man eingebunden ist in einen Lehrstuhl, wo man auch Aufgaben hat. Ich habe da einen ganzen Studiengang mit koordiniert, ich war in verschiedenen Vorlesungen, die ich mit konzipiert vorbereitet habe. Also man ist auch ganz real Mitarbeiterin eines Lehrstuhls. Und um das übereinander zu kriegen, sieht die Woche auch tatsächlich bunt aus. Also da schmilzt das alles ineinander, ob man dann abends arbeitet, am Wochenende mal. Also das ist aber auch wiederum die Freiheit, die man hat. Man ist unglaublich frei, sich selbst zu strukturieren und zu gestalten. Und das habe ich auch tatsächlich genutzt. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Kompetenz. Aber natürlich hat man Freizeit. Und es liegt auch in seiner eigenen Hand, wie man das macht und wie ehrgeizig man daran geht und wie eng man die Deadlines knüpft. Also da, glaube ich, liegt ganz, ganz viel an einem selber. Und ja, bei mir war es eben, wie gesagt, ganz, ganz wild durcheinander, weil ich eben diese Jobs hatte, meine Promotion und später natürlich auch noch das Kind, wo man dann ja natürlich auch automatisch limitiert ist und guckt, wie kriege ich das jetzt mit meinen Familiensachen unter einem Hut. Aber wie gesagt, durch die hohe Autonomie geht das gut. Das ist, glaube ich, auch so einerseits ein Vorteil und andererseits kann es vielleicht auch ein Nachteil sein, dass man wirklich alles selber organisieren kann. Ich würde gerne noch was zu sprechen kommen, was du ganz am Anfang von diesem Thema gesagt hast. Du hast gemeint, du wolltest gern das an der Leuphana machen und wenn dann auch erstmal nur dort. Warum hast du dich denn gerade für die Leuphana entschieden? Ganz konkret, weil ich mir verschiedene Promotionsvorgänge angeschaut habe und die Leuphana war eine der ersten Universitäten, die ein Promotionsstudium angeboten haben. Also ein strukturiertes Vorgehen zur Promotion. Das hatten damals noch nicht so viele. Mittlerweile, glaube ich, sieht es schon ganz anders aus. Also viele Universitäten anbieten auch im Rahmen von Bachelor und Master, die ja auch sehr strukturiert sind, auch eine Promotion zu strukturieren. Und mir hat das unglaublich gut gefallen, weil ich nebenbei Kurse belegen musste. Also ich musste Credit Points machen. Aber auf der anderen Seite wird man dadurch ja auch geschult. Ja, und das fand ich so unglaublich wichtig. Ich hatte verschiedene Kolloquien. Das macht es gut, weil man sich Feedback holen musste von anderen Lehrstühlen, Professoren. Das machte so ein bisschen die Abhängigkeit von der eigenen Doktormutter, Vater ein bisschen geringer. Also mir hatte dieses Promotionsstudium extrem angesprochen. Und das war das, was ich für mich passend empfunden habe. Und daher hatte ich gesagt, ich versuche es hier, weil das passt zu mir. Und ich war natürlich lokal auch eingegrenzt, weil mein Freund damals auch in Hamburg war. Und ich habe gesagt, ich will irgendwas in Norddeutschland machen, dass die Pendlerei nicht zu groß wird. Und da passte das von der Leuphana auch. Wie gesagt, wie du schon erwähnt hast mit dem Privatleben, ne, da gibt es ja auch noch was oder noch Ansprüche, die man hat. Und das passte einfach total gut zusammen. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es da. Und dann hat es auch geklappt. Und das fand ich sehr schön damals. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also würde mir auch total helfen, dass man so eine Struktur hat. Soweit ich weiß, ist die Leuphana auch einer der einzigen Unis, bei der das auch verpflichtend ist, dass man dieses Promotionsstudium machen muss. Du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen das anklingen lassen, aber wie genau kann ich mir dieses Promotionsstudium vorstellen und wie oft sind da Veranstaltungen? Wie fließt das so mit rein in die Zeit? Es ist jetzt schon eine Weile her, ich will das ja gar nicht so vorwegnehmen, aber tatsächlich ist mein Promotionsstudium schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber damals war es so und ich glaube, es ist wahrscheinlich immer noch so, dass man zu Beginn der Promotion mehr Kurse belegt hat als zum Ende hin. Zum Beginn waren das sehr oft Kurse, ich glaube, das sind wirklich auch immer Blockseminare. Also man hat nichts, was jede Woche geht. Man hat
zwei Tage oder mal ein Wochenende oder zwei Wochenenden, wo man sich mit anderen Promotionsstudenten zusammensetzt, was total hilfreich ist, weil das deine Peers sind. Also mich hat das unglaublich unterstützt, weil ich da erst in Kontakt mit anderen Promovierenden gekommen bin, die an ganz anderen Lehrstühlen waren, also auch noch nicht mal in meiner Fakultät. Das war unglaublich bereichernd, also schon mal ein dickes Pluspunkt. Und dann sind das halt auch sowas wie Theorie der Wissenschaft, Forschungsmethoden mehr kennenlernen, auch sowas wie schreibe ich ein Paper? Also wie schreibe ich überhaupt eine Forschungsarbeit? Also in der Leuphana wird ja auch hauptsächlich kumulativ promoviert. Ich glaube, man kann auch eine Monographie, aber dennoch ist das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten ja ganz zentral und das lernst du auch in diesen Studien. Und das machst du tatsächlich, so wenn ich das richtig erinnere, ungefähr 2 Seminare pro Semester und zum Ende hin hast du dann nur noch Kolloquien. Das heißt, ab dem 3. Semester, glaube ich, bist du durch oder nach dem 4. und dann hast du tatsächlich nur noch so offene Kolloquien, wo du reingehst, deinen Stand deiner Promotion, den anderen Peers vorstellst und ein Feedback bekommst. Genau, ansonsten mal auf der Leuphana-Seite gucken, was da nochmal so die Kurse waren. Aber ich fand es extrem bereichernd und für mich auch, weil ich das auch tatsächlich jetzt nicht in die Promotion gegangen bin und sage so wahrscheinlich wie alle, ich kann das jetzt alles, sondern es ist eine unglaubliche Learning Journey und die Kurse haben mir geholfen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und wir werden das auch nochmal verlinken, dass sich dann jeder eben auch nochmal dazu informieren kann. Es gibt ja auch Ansprechpartnerinnen, wo man dann auch nochmal quasi sich persönlich Feedback holen kann zu seinen Ideen. Das werden wir auch einmal verlinken. Und du hast gerade auch angesprochen, das war ja auch eine große Journey, du hast viel gelernt. Wie würdest du das denn im Nachhinein sehen? Was hast du so aus deiner Promotion mitgenommen, dass dir heute auch helfen? Was für neue Kompetenzen hast du vielleicht auch entwickelt? Ich glaube, mir hat die Promotion unglaublich in der Reifung geholfen. Also wir reifen ja alle auch durch unsere Aufgaben und es ist einfach so, dass die Promotionszeit eine sehr herausfordernde Zeit ist. Also man stellt sich dann so vor, man sitzt irgendwie im Schreibtisch und schreibt irgendwas runter. Das ist aber tatsächlich gar nicht so, sondern es ist wirklich, dass eine ganze Promotion sehr, sehr viele verschiedene Kompetenzen abfragt, die einen auch mal mehr liegen, mal weniger. Also manche sind total gut im Konzipieren von Forschungsstudien, manche sind total gut im qualitativen Auswerten und in den Statistiken. Dann musst du wiederum Paper schreiben. Ich war auf vielen Konferenzen und habe quasi meine Forschungsstudien in dem Forschungsfeld vorgestellt. Lehre gehört ja auch immer dazu. Also wie vermittle ich das jetzt auch? Also es sind wirklich viele verschiedene Kompetenzen, die innerhalb der Promotion abgefragt werden. Ich glaube, das führt zur Reifung, dass man durch diese verschiedenen Sachen geht und auch lernt, was, ne, also ob es mir gefällt oder nicht, ich muss da durch, ich muss das jetzt machen, ich bleib dabei. Und diese Beharrlichkeit, diese Frustrationsgrenze mal kennenzulernen und tatsächlich auch dieses sehr strukturierte Vorgehen, weil ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie man 3, 4, 5 Jahre an der Forschung dranhängt, ohne strukturiert zu sein, dieses sich selber zu strukturieren, also eine ganz starke Anteil von Selbstführung ist da gefordert, haben wir ja auch schon angesprochen. Also es kommt keiner und sagt, so Sefta, heute machst du das und das, sondern ich musste von A bis Z immer selber sagen, was mache ich wann, wie priorisiere ich das, wie muss ich das, also so das lernt man extrem durch die Promotion. Und ich glaube, was mir heute auch in meinem Beraterjob, das sieht man ja häufig, dass Promovierende irgendwie auch in der Beratung landen oder da starten, und das macht auch Sinn, weil auch in der Beratung ist so eine hohe Komplexität, man muss sehr stark strukturiert vorgehen, man muss sehr stark Themen so aufbereiten, dass man es jemand anderen erklären kann. Das heißt, die Komplexität versimplifizieren, Narrative bilden, über Annahmen Prozesse bauen. Das tun wir in der Forschung, das tun wir auch in der Beratung. Ich nehme an, dass das und das klappt und wie gehe ich jetzt damit vor? Ich glaube, das hat mich das schon sehr geschult und mir sehr geholfen, meine Kompetenzen dahingehend auch zu entwickeln und dieses analytische Denken und tatsächlich Themen zu treiben. Du bist ja auch dann ganz tief im Thema drin. Ich finde es auch sehr interessant. Ich habe mich bisher gar nicht so viel mit Promotion beschäftigt. Aber es ist ja auch sehr, sehr vielfältig, wie du gerade erklärt hast. Du schreibst Papers, Du machst Studien, du gehst auf Konferenzen. Das ist ja wirklich viel. Du hast auch gerade nochmal angesprochen, du hattest ja einerseits die Struktur auch durch das Studium des Promotionsstudiums an der Leuphana. Du hattest dann ja auch, du meintest, glaube ich, deine Doktormutter. Was mich auch interessieren würde, wie hast du eigentlich deine Doktormutter dann gefunden? Also wie findet man so eine Betreuungsperson? In dem Fall, also wenn ich mit Menschen, manche fragen mich ja auch proaktiv und dann sage ich eigentlich immer, seid ihr erstmal klaren darüber, welches Thema
du die nächsten Jahre wirklich bearbeiten möchtest. Das ist die Grundlage. Also die Grundlage von all dem ist, habe ich da wirklich Lust zu und habe ich da wirklich Lust, Tag und Nacht über dieses Thema nachzudenken? Das muss irgendwie da sein. Wie genau die Forschungsfrage ist, die verändert sich eh stetig. Aber so dieses Themenfeld, dieses Themencluster, wo man sagt, das interessiert mich wirklich, das sollte von einem selber kommen. Und das sollte von einem selber irgendwie schon da sein. Und mit dieser Perspektive geht man nun raus und guckt, welche Person passt denn? Wer sind Menschen, die sich mit diesem Thema genauso mit Leidenschaft befassen, wie ich das machen möchte? Wer schreibt dazu Artikel? Wer forscht dazu? Wer hat Lust, da was zu machen? Und dass man diese Menschen ausfindig macht und dann vielleicht auch tatsächlich guckt, kann ich mich da bewerben? Gibt es da Stellen? Welche Institute gibt es dazu? Haben die irgendwie Forschungsprojekte? Schreiben die gerade aus? Oder so wie ich, einfach die Person anrufen und fragen so, ich hätte Lust, haben Sie eine Stelle oder machen wir es über ein Stipendium? Ja, Stipendium, ja gut, dann bewerbe ich mich jetzt. Also da zu gucken, aber es gibt ja auch die andere Möglichkeit, einfach zu sagen, so, ich gehe jetzt an die Uni Hamburg, ich gucke mir an, welche Stellen frei sind, ich bewerbe mich, das geht auch, aber ich würde irgendwie dazu raten, schon in sich einmal zu gehen, was für ein Thema will ich und dann von dem Thema getrieben, einen Doktor Mutter oder Doktor Vater zu finden. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Tipps. Die geben wir dann natürlich auch so weiter. Und finde ich auch sehr schön, was du uns da für Einblicke gibst, wie das bei dir gelaufen ist. Was mich noch abschließend zu deiner Promotion interessieren würde, was hat sich eigentlich durch deinen Doktorgrad für dich beruflich verändert? Also welchen Impact hatte deine Promotion auf dein berufliches Leben? Das kann man tatsächlich ganz unterschiedlich sehen, weil es ist nicht so unbedingt so, dass man sagt, es gehen alle Türen auf, wenn man eine Promotion hat. Das ist nämlich nicht so, weil mit einer Promotion ist man schon in gewisser Weise für bestimmte Berufe auch einfach überqualifiziert. Und man ist halt ein Mensch, der sehr stark in den letzten Jahren sehr viel theoretisch erstmal gearbeitet hat. Natürlich haben wir praktisch immer was gemacht, aber wir haben es ja nicht im Felde quasi gemacht. Vor allen Dingen nicht, wenn man jetzt so wie ich jetzt aus der Wirtschaftspsychologie beziehungsweise aus den Wirtschaftswissenschaften kommt. Das ist nochmal ganz anders. Für die anderen Fachbereiche, ne, also seht es mir nach, das wird sicherlich anders sein. Aber es ist natürlich so, dass man natürlich mit seiner gewissen Qualifikation schon gucken muss, wo passt das jetzt rein? Wo ist das? Welche Kompetenzen nehme ich mit? Und wo werden diese Kompetenzen gebraucht? Und genau dafür gehen dann auch die Türen auf. Aber für andere dann eben auch nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel für bestimmte Berufe irgendwie doch dann als überqualifiziert wahrgenommen wird, wo man sagt, ach, das ist eigentlich was total hands-on ist und ich bin aber eigentlich jemand, der total Meta ist, weil ich das jetzt die letzten Jahre gemacht habe, dann muss man das schon gucken, wo passt man jetzt auch rein und wo gehen die Türen auf. Man ist natürlich in gewisser Weise, muss man dann natürlich schauen, wo passe ich rein, was sind meine eigenen Anforderungen, wie möchte ich zukünftig arbeiten und dann kann es natürlich ein unglaublicher Katalysator sein, dass man mit einer Doktorarbeit oder mit seinem Doktorgrad auch tatsächlich bestimmte Kompetenzen mit reinbringt. Ich bin aber jemand, und das ist auch immer mehr in der Wirtschaft so, das ist eigentlich egal. Also da sollte man nicht zu viel Wert drauf legen. Wenn man nachher in der Wirtschaft ist oder wenn man nachher in ein Unternehmen ist, dann kommt es nicht mehr so stark auf die Titel drauf an oder was ich irgendwie, mit wem ich mal irgendwann ein High Five gegeben habe oder wo ich war. Ne? Also ich würde auch ein bisschen davor warnen, sich zu viel darauf einzubilden und das aus externalisierten Gründen zu machen, weil man denkt, man verdient danach viel, viel mehr oder es wird danach Chefposten, dass es das würde ich mir abschminken. Also kann sein, dass das irgendwie auch, ne, dass die Wege da auch irgendwie auf sind, aber die sind auch da, wenn du nicht promoviert hast. Also da würde ich tatsächlich eher gucken, was sind meine Motive dazu und sie katapultieren mich auf bestimmte Positionen, aber wenn ich tatsächlich die Kompetenzen dazu reinbringe, das macht nicht der Doktortitel, der macht erstmal gar nichts, der steht einfach vor seinem Namen. Am Ende ist es ja die Person und die eigenen Kompetenzen, die man irgendwo mit reinbringt. Daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten in dieser Frage, in dieser Antwort, wie du vielleicht merkst, genau. Du hast jetzt sehr schön dargestellt auf der einen Seite, es gibt diese Wege, über was man sich Gedanken machen sollte, was man vielleicht nicht als Motivation nutzen sollte, was schon. Also fand ich auf jeden Fall sehr gut dargelegt, kann man nachvollziehen, finde ich. So ganz abschließend zusammenfassend würde mich interessieren, was würdest du denn selber sagen, waren so für dich die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg zu deinem heutigen beruflichen Leben? Die wichtigsten Puzzlestücke, ich glaube, das waren tatsächlich, glaube ich, immer so wichtige Entscheidungen bei Scheidewegen. Also tatsächlich sich immer zu schauen, also ganz beispielhaft, so eine der ersten Entscheidungen, die ich treffen musste, ist ja, was studiert man eigentlich?
Das ist so ein Puzzlestück. Und sich dann also fragen, ja, was interessiert mich denn da tatsächlich? Was bewegt mich da? Ich musste dann zum Beispiel entscheiden, ob ich mit Wirtschaftspsychologie einen Master mache in Psychologie oder in BWL. Und ich hatte beide Zusagen. So, das ist ein wichtiges Puzzlestück, weil ich einfach in mich hören musste und sagen musste, es zieht mich in die Richtung. Also es treibt mich irgendwie eher in die Richtung und da will ich noch mehr lernen. Ich glaube, diese Scheidewege und die Entscheidung, die man dann treffen muss, das waren ganz wichtige Puzzleteile. Und ich glaube, genauso diese Entscheidung zu sagen, ich bleibe nicht in der Wissenschaft, obwohl ich hier an einer super Uni in einem richtig tollen Team meine Habilitation schreiben kann, habe ich mich trotzdem entschieden, nee, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Und das war ganz wichtig, das war ein wichtiger Puzzlestück. Also diese Entscheidung zu treffen, den Mut zu haben und auch immer wieder in sich reinzuhören, wo treibt es mich hin und wo möchte ich da jetzt tatsächlich hin und wo lande ich da denn auch. Und das leitet einen so ein bisschen. Das ist auch nicht schlimm, wenn einen das mal fehlleitet. Man spürt das im Inneren immer, ob man an der richtigen Stelle ist oder nicht. Und von daher finde ich, also habe ich jetzt nicht so einzelne Puzzlestücke vielleicht. Also kann ich gleich auch nochmal aufzählen oder so. Aber ich finde halt eher dieses sich leiten lassen in diesen Fragestellungen quasi zu sagen, wo geht es dahin? Und was ist denn sowas wie, was studiere ich? Mache ich eine Promotion? Wo will ich meinen Berufseinstieg? Was ist eigentlich neben der Arbeitswelt, was mich begeistert? Will ich Vollzeit? Will ich Teilzeit arbeiten? Ich meine, ich habe ja auch noch nie Vollzeit gearbeitet. Ich bin ja jemand, der immer Teilzeit arbeitet, weil ich einfach nebenbei natürlich meine Familie habe, aber auch andere Themen, die ich machen möchte, Forschungssachen machen möchte. Ne? Also das sind, glaube ich, wichtige Puzzlestücke. Aber im Endeffekt kommen die auch nur zustande, wenn man den Mut hat, in sich zu hören und die Entscheidung zu treffen. So dann halt zu schauen, dass es so im Einklang mit einem selber ist und immer so mal nachzuprüfen, ist das jetzt das, was ich wirklich will, was mich wirklich glücklich macht und so. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und abschließend, was würdest du denn, du hattest jetzt schon viele Ratschläge auch gegeben während des Podcasts, aber was würdest du sagen, wäre so der wichtigste Ratschlag, den du gerade Studentinnen mit auf den Weg geben würdest, die sich jetzt selber überlegen, ob sie denn promovieren möchten? Also ich würde sagen, versuch dich zu testen. Also es kommt ja auch aus dem Design Thinking, so eine Art Prototyp mal zu bauen und sich mal mit dieser Idee vertraut zu machen. Also mal zu sagen, okay, wenn ich promovieren möchte, was würde das für mich ganz konkret bedeuten? Was wäre ein Thema? Wo würde ich leben? Wie würde ich arbeiten? Hätte ich Spaß daran? Ich würde, was ich damals auch gemacht habe, was ich auch empfehlen würde, ist, ich würde mit Menschen sprechen, die promovieren, versuchen zu verstehen, wie sieht deren Tag aus? Was sind die Höhen und was sind die Tiefen? Das ist zwar das, was ihr Bild ist und ich muss dann meinen Filter drüber legen mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist und das dann schauen, passt das zu mir so? Sind das auch die Dinge, die mich reizen würden? Also tatsächlich in diesen Dialog, in dieses Prototypen-Denken zu kommen, zu sagen, wie würde mein Leben dann so aussehen und tatsächlich das üben. Also wie gesagt, man hat dann vielleicht eine Masterarbeit vor sich, schreib die doch so, als würdest du eine Doktorarbeit schreiben wollen. Na, leg die doch direkt schon so an, dass die dich vielleicht mit dem Thema schon darauf vorbereitet und sagt, was ist denn das Thema, was ich machen möchte? Und dann übt man sich mit so einer Masterarbeit oder mit einer Hausarbeit, dass man sagt, ich probiere das jetzt aus. Ich hole mir jetzt mal auch ein Feedback dazu. Kann ich das? Macht mir das Spaß? Fällt mir das super schwer? Und ich brauche irgendwie 5 Tage, um eine Seite zu füllen irgendwie oder so. Ne? Also sich wirklich ins Testen kommen, ins Reden, in den Dialog zu kommen und in sich reinzuhören, zu sagen, möchte ich das machen und im Kleinen anzufangen. Quasi wie so eine kleine Test-Doktorarbeit, die man sich dann vorstellt und schaut, ob das was für einen ist. Und genau. Das mit dem Gespräch mit den Menschen, die schon Erfahrung damit haben, das haben wir jetzt heute quasi auch gemacht. Ich hoffe, das hilft auch der einen oder anderen weiter. Und ich danke dir ganz arg, dass du heute hier warst und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute für deinen weiteren Weg. Dankeschön. Danke für die Einladung und ich bin ganz gespannt, ob dieses ein oder andere Erkenntnis vielleicht für die Hörerinnen dabei war. Haltet mich auf dem Laufenden. Also da bin ich natürlich auch offen. Wenn jemand möchte, kann mich auch gerne mal kontaktieren. Da stehe ich auch zur Verfügung. Wir werden auf jeden Fall auch deine Kontaktdaten verlinken in den Shownotes und dann vielen Dank nochmal und das war's auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über das Thema Promotion an der Lefana erfahren möchtet, schaut gerne in den Shownotes dieser Episode vorbei. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Informationen und eben auch die Links zu den passenden Ansprechpartnerinnen. Und wenn ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Und wir freuen uns natürlich auch schon, wenn es in der nächsten Episode wieder heißt, Karriere läuft.
Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.